Der rosarote Panzer, Andreas Tann bei mir. Meme-Lord an der Stelle, gerade jetzt so im libertären Bereich. Andreas, jetzt haben wir uns ja heute königlich amüsiert, bis du dann die Memes rausgepackt hast, dann ging es richtig los. Wie bist du drauf gekommen? Die alte Story, ganz kurz, Memes, wo geht's los, was muss man angucken? Wann es losging, das war wahrscheinlich beim Liberty Sunrise, bei dem ersten. Da ist ein Meme dadurch entstanden, dass wir von den Marktradikalen wahrscheinlich noch ein Stück weit weiter libertär waren als Liberty Rising, die Veranstaltung selber gehostet haben. Und da gab es dieses Meme von jemandem, der gesagt hat, herzlich willkommen bei unserer ersten libertären Veranstaltung in Deutschland. Und im Hintergrund so ein schwitzender Typ. Und so, ihr seid alle ein Haufen Sozialisten. So wird es wahrscheinlich kommen. Und diese Meme-Vorlage war, glaube ich, das erste, was ich auf dem Schirm hatte. Und die haben wir dann als Foto live gemacht. Und aus dieser Idee sind mehrere Meme-Ideen entstanden, die während dem Liberty Sunrise selbst schon entstanden sind. Und als ich von da aus nach Hause kam, habe ich angefangen, abends im Discord zu hängen und mich mit den anderen Libertären zu unterhalten und dann ein Meme nach dem anderen zu posten. Und das kam sehr gut an. Und dann habe ich einfach weitergemacht, Tag für Tag. Wie viele sind es jetzt? Hast du vorher gesagt. Ich zähle meistens auf Instagram, aber auf Instagram landen nicht alle, weil auf Instagram Zuckerberg sperrt zu schnell. Ich würde sagen, ich bin jetzt bald bei 10.000. Also 10.000 Seiten Sunrise, also großartiges Kino. Was ist jetzt dein Feedback oder was ist das Feedback von anderen, die deine Memes konsumieren? Hier haben schon sofort alle geklatscht, als du wieder irgendwas über Memes erzählt hast. Was kommt da so zurück von den Leuten? Tendenziell nur positives Feedback. Die meisten Leute sagen mir, dass sie es feiern. Das ist ja auch ein Stück weit das, was mich da dran gehalten hat, weiterzumachen. Vor allem zur Corona-Zeit, als die Leute noch alle ein Stück weit isoliert waren. Da haben mir manche Leute gesagt, dass sie in einer unglaublich etatistischen Welt wenigstens für 5 Minuten am Tag was zu lachen haben. Das hält mich dran. Und das ist auch nach wie vor das, was mir am meisten Spaß macht. Jetzt hast du mir vorher auch den Herrn Professor wirklich ans Herz gelegt, auch gleich nochmal vor die Kamera geholt. Zu dem libertären Thema auch Staaten, groß, klein und so weiter. Sehr, sehr interessant. Mal kurz dann eingelesen, was Sache ist. Siehst du jetzt zum Beispiel jetzt im Gegensatz zu den, sag ich mal, sehr sachlichen Sachen, dass eben der Humor und das Lachen bei den Memes auch die Leute anzieht und eine ganz andere Zielgruppe erreicht? Ja, Memes sind im Gegensatz zu Vorträgen leicht konsumierbar. Ne? Die Leute haben einfach nur ein kleines Bild und wenn es ihnen gefällt, wenn es ihren Humor entspricht, dann schicken sie das einfach mal an private WhatsApp-Gruppen weiter. Und das ist einfach. Das ist bei YouTube links mit einem Vortrag, der vielleicht eine Dreiviertelstunde geht, nicht so leicht konsumierbar. Und das ist das, was es natürlich viel einfacher macht. Aber nichtsdestotrotz kann ein Meme natürlich keinen Vortrag ersetzen. Ganz genau. Aber ein Stückchen, was dazu beiträgt, dass es weiter verbreitet wird, dass es bekannter wird, das ist auch eine ganz andere Schicht, wie zum Beispiel mehr Jugendliche. Ich sage jetzt mal, die Älteren können mit Memes vielleicht nicht sofort was anfangen, kennen die meisten auch noch nicht, sage ich jetzt mal so. Ist eine Annahme von mir. Kannst du was zu der Zielgruppe sagen? Die Älteren wissen nicht, was Memes sind. Sie können mit dem Begriff nichts anfangen, sie wissen nicht, wie man das macht, sie wissen nicht, woher das kommt. Aber die haben auch alle WhatsApp, die kriegen auch alle Bildchen geschickt und seien sie, wie auch immer sie aussehen, ob sie jetzt wissen, dass das Memes sind, spielt eigentlich keine Rolle. Jeder kann ein kleines Bildchen empfangen und angucken, das kann auch ein 90-Jähriger. Na klar. Okay, herzlichen Dank dafür, super gemacht. Also ich habe herzlich gelacht, als ich es gesehen habe, deine riesige Seite mit unendlich vielen Dingern drauf. Erinnert mich an 9gag und die anderen lustigen Sachen. Herzlichen Dank dafür, ein großer Beitrag für ganz viele Dinge und natürlich auch deine Podcasts, super klasse, kann ich sehr ans Herz legen. Wo findet man dich? Derrosarotepanzer.com
Das ist meine Internetseite und auf der Internetseite selbst sollte man eigentlich auch die Links zu allen anderen Social-Media-Kanälen finden. Also man findet mich überall unter demselben Namen, der rosa-rote Panzer. Auf Twitter oder jetzt neuerdings X, auf Instagram, auf Telegram, auf Getter. Ich bin sogar auf Noster, aber das funktioniert nicht immer so gut. Und ja, also selbst wenn man mich googelt, also der rosa-rote Panzer sollte man immer überall finden. Genau, herzlichen Dank dir. An dich da draußen, liken, teilen, abonnieren. Einfach mal rosa-roter Panzer. Ihr wisst schon, lustige Geschichten aus dem quasi Paulanergarten in Papierform. Kleine Memes, kleine Bildchen. Ganz viel Spaß an dich da draußen. Bis gleich.